Ach, ja. N20 brauchen wir noch. Das ist Level 30. Ah, oh, das müssen wir auch noch fangen. Aber hey, Kiesling geht auf jeden Fall eins hoch. So, du. Kampf. Zauberschein. Ein Schutzschild von mir aus. So. Lock to Wolf. Zauberschein. So, das ist schön. So, hau rein. Kranewitz geht ins Hoch, Kirillia geht ins Hoch und Kiesling hoch. Kranewitz Level 32, Kiesling Level 16. Katapult will es lernen. Tarnsteine. Ah, es entwickelt sich. Ja, gut. Glückwunsch, dein Kirillia wurde zu Guarde Foyer. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Es kann die Zukunft vorhersagen, beschützt es sein Trainer, erreicht seine Kraft ihren Höhepunkt. Oh, jawoll! So, Pokémon, wir wollten es ja tauschen, stimmt. Bewegen. Mit Milza tauschen. Ich hoffe, Milza hat auch zwei Entwicklungen. Wird zu einem übelst coolen Drachen. Ich weiß es nämlich nicht. Wir können ja mal im Pokédex gucken.
Melzer war ja das letzte. Jetzt ist Bonita das letzte. Milzer ist hier. Wir haben noch keine Pokémon da hings herum, ne? Ah. So, wie viel brauchen Milzer noch? Bericht. Milzer braucht noch 2390. Können wir theoretisch weiterlaufen. Oh. Beutel. Hey du da. Hey du. Ja du. Na los, stell dich dem Kräftemessen mit einem Polizisten. Vielleicht hat er einen Akorni oder einen Fukano. Grinsen tut er mir komisch. Natürlich ein Fukano. Drachenklaue. Du hast gute Pokémon dabei und dabei dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. So. Jetzt ist es Nacht, ne? Müssen wir aufpassen. Auf der Brücke liegt manchmal was runter. Esprit-Feder. Da ist noch was. Prachtfeder. Esprit-Feder. Engine City. Mal schauen, ob was Neues da ist. Was geht ab? So. Brauchen auf jeden Fall Bälle. Und wenn es geht, Superbälle. Ja, bitte. Was verkaufen.
Superbälle. So viele brauchen wir vielleicht nicht, aber... Da haben wir wenigstens 4. So. Ein Octillerie oben. Ach so, ja. Nee, andere Richtung. So. Hallo, Emily, richtig? Du bist ja ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mit mir bei etwas zu helfen. Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Oh, was? Für einen Kampfgeist. Pokémon Dreher Mari. Und die Bunkel hat sie. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen, aber diese Verlierer mit Welt hat. Kampf. Drachentanz. Drachenklaue. So. Zurukek. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Das ist ein Zurukek. Ah, das. Gleich nochmal eine Drachenklaue hinterher. Kiesling erreicht Level 17. Morpeko. Was ist denn Morpeko? Ach das. Oh. Dein Drachenklaue und beende das. Kiesling erreicht Level 18. Wildzar ist bald Level 30. Du hast mich besiegt, anscheinend bist du doch nicht so schwach. Was hast du erwartet? Ich schaue mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. So. Hallo? Ah. Am nächsten Morgen. Morgen, Emily.
Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meint, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Ligakarte die perfekte Strategie Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir eine riesige Stapel von Kabus Ligakarten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Oh, und das kannst du auch haben, als Dankeschön für unseren Kampf gestern. Zwummer Feuerheiler. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Veteran. Aber ich habe das Gefühl, dass er die keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Energen Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Na, das werden wir doch kleiner machen. Oh, der Junior, von dem alle reden. Echt? Bin ich das? Oh ja. Oder sind wir das? Ich muss aufhören, so ich-menschisch zu sein hier. Oh, da ist er. Du bist ja endlich, Emily. Ich habe mir eben den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß jetzt, warum Kabu vor allem der unauslöschliche Veteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt ausgesehen. Aber keine Sorge, Emily, ich habe Kabu besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Ja, das möchte ich meinen. Hey Emily, bei meinem Kampf gegen Kabu sind echt die Funken geflogen. Sind die gerade abgehauen? Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger zugehört, die sich in unserer Arena-Mission besuchen. Wo ist die Arena-Mission? Wir stehen vor oder was? Hallo Arena Challenger, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Kabu herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja, hallo. Wenn du die Arena-Mission versuchen willst, musst du erst die Uniform anschlüpfen. Ja, von mir aus. Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas Ungewöhnliches. Hier entlang bitte. Aha. Bei der Arena-Mission der Feuer-Arena-Leiters Kabu musst du im Kampf gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in den Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versucht, so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt. Echt jetzt?
Sehr schön. Nein, ich möchte wohl übrigens keinen Spitznamen geben. Emily erhält 2 Punkte. Molunk. Nicht so gut. So. Ganz einfach mal drinnen. Oh, der übel stark, ne? Mit dem Käferbiss. Los, Milzer. Das ist gut. Turbobot, was ist das? Mit dem entzündlichen Gas in seinem Körper erzeugt es Hitze, die gelben Stellen an seinem Bauch werden besonders heiß. Aha.
immer. Nein. Milzer, Milzer, Milzer. Das ist nicht gut. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ein Malunk? Oh Gott. Warum denn auf mich? Er hat es doch angegriffen. Weiter auf mich, natürlich. So, gefangen. Jetzt erreicht Level 30. Doppelhieb, okay. Oh, sogar ein Drachenattacke. Super geil. Seine Flamme wärmt seinen Körper leicht. Wer vom Weg abkommt, wird von ihm an die Hand genommen und ins Jenseits gelockt. Okay. So, Hoes Arena Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben eine Gewinnerin. Dann steht jetzt der Kampf gegen den Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena Challenger. Pokémon. Bewegen.
Buja. Kommt man jetzt nie von der anderen Seite? So. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuerarenaleiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Yogos Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kate Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eins gemeinsam, wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen und noch stärker und besser zu werden. Ja. Aber während wir trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Na dann los. Wollen nur noch. Das war's für Wollen nur noch. Fängt an zu regnen. Kaskade. So, Kiesling Level 20. Kiesling versucht Eisenabwehr zu lernen. Oh, das sieht ja nice aus. Inferno-Bot.
das sieht mega krass aus, ey. Wow. Hallo. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr auch gewonnen habt. Und schon vergessen. Du hast mich besiegt, mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha! Wie es scheint, habe ich auch noch viel zu ausgelernt. Noch nicht ausgelernt. Ich habe keine Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass wir heute gegen euch antreten durften. Für den Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Buja. Bis 35. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Junge Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sie weiterentwickelt wird. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Wenn das bei uns auch so wäre. Was für ein Kampf, Emily. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Garados gewinnen würdest, aber man war das aufregend. Sehr beeindruckend, Emily. Jetzt hast du also schon den Pflanzen-, Wasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran in der Arena Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. 38, ihr nicht! Versuch du. Geil. Anwenderfeuer feuert unheimliche Flammen ab, die bei Zielverbrennung verursachen. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Capus Uniform. La 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 la. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Clow City. Clow City? Keine Ahnung. Du hast ihn gehört, auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegt selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Dir gehorchen alle Pokémon bis Level 50. Du kannst Pokémon bis Level 35 fangen.
Komm, gehen wir, Emily. Huch. Der Arena-Leiter kommt plötzlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß, sie haben sich eingesetzt. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Open erkämpft haben. Es besteht tatsächlich nur so wenig gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit den Feuerorten verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Ellie Hope, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für eure Reise zu... Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als Fans. Oh. In der Tat. Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangegenstand für euch ausgedacht. Hopp, hopp, unser Hopp ist total top und Emily ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Jawohl. Die Arena-Leiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und euren Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena Challenge gegeneinander antreten wollen, genau. Komm, weiter geht's, Emily. Glow City wartet auf uns. Es denkt sich solche Namen aus, Alter. Glow City liegt irgendwo da drüben, Emily. Theoretisch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen, aber wollen wir das wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orten haben, können wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's! Ein neues Kapitel in der Legende von Hope beginnt. Oh ne, die Arbeit könnte euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem 8 so unschlagbaren Champ kann es nicht weiter her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da, wie war dein Name nochmal, Hopsal? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball geradeaus zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolut Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Seufz, du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf, du gegen mich da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für eine Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. Ist das eine Frau oder ist das ein Kerl? In der Galaminie 2 hat Emily kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das schon vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Emily und dem Champ, ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben, los jetzt, wir kämpfen. Emily, du kannst ruhig schon mal nach Cloud City weitergehen, wir sehen uns dort.
Ich würde gerne wissen, ob der das schafft. Und ich würde gerne mal gucken. Ich kann es mir sowieso nicht fangen. Oh, ein Ponita. Nee, ist nicht. Hallo. Hallöchen. Ein Kampfboss erscheint. Oh, 36. Alter. Oh, wir sind schon weit über der Zeit. Mist.